Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World DS. Ja, was ich zu erzählen habe ist, ja, ich habe aus Versehen, es war kein aus Versehen, es ist eine Videodatei verschwunden, deswegen wird jetzt ein Video fehlen und wieder weg. Ja, also was bis jetzt passiert ist, wir haben den Kuchen gefunden, was ihr noch im letzten Video gesehen habt, wir haben den Kuchen zurückgebracht. Kalmon hat sich ganz herzlich bedankt. Und, wir killen dieses Tokémon hier. Wir sind auf der Suche nach einem Black Agumon, was meine Digimon Weakmon nennt. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, dieses böse, böse Digimon davon abzubringen, unsere Digimon Weakmon zu nennen. Für alle, die kein Englisch können, Weak ist Englisch und bedeutet so viel wie schwach. Schwachmon, aber irgendwie finde ich Weakmon klingt besser. Ja, diese schwarze Digimon wohnt hier im Training Peak. Geschützt von ganz vielen Pokémon. Was ich als nächstes vorhabe ist... Ja, was habe ich vor? Danach werde ich erstmal trainieren, weil danach können meine Digimon endlich digitieren. Yay! Nein, du dummes Pokémon. Okay, Angriff. Großes Bite. Und ich. Touch, tot. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja. Warum die Datei weg ist, ich weiß es nicht. Naja, egal. Hoffen wir, dass wir schnell durchkommen. Ja. 10 Minuten warten, ne? Ja, was gibt's zu sagen? Ich bin krank, also es ist nichts Neues. Ich bin eigentlich sehr gut. Nein, ich bin nicht selten krank, aber ich bin ausnahmsweise krank. Kannst du alles wieder Schaden machen? Egal, warum mache ich so viel Schaden? Warum mache ich so viel Schaden? Ja. Swim ist doch nicht mal. 2, 4, okay, das geht ruckzuck. Doch, zum Glück kenne ich den Weg hier noch. Ich habe bis zu einem gewissen Punkt gespielt, an dem ein gewisses großes Digimon mich dann einfach mal getötet hat, weil die Energieleiste plötzlich für den ganzen Bildschirm ging. So, ja. Ich habe doch ziemlich Glück geguckt, als da plötzlich dieses Digimon kam und ich habe wieder Aua. Und es hat mich tatsächlich Aua gemacht. Das heißt, davor muss ich tatsächlich alle Digimon extrem trainieren. Ja, weiter habe ich dann nicht gespielt. Ab dem Zeitpunkt würde ich das dann auch allein spielen. Oder ich werde es noch ein bisschen weiter spielen, aber ich denke nicht, da ich keine Lust habe. Level up! Weiter zu trainieren. Ja. Wie immer hängen hier überall Server rum. Ah, ganz logisch. Nö. Ja. Ein Gott, so moin. Was ganz Neues. Okay, wir müssen jetzt nur Black Agumon eigentlich trainieren. Weil Black Agumon ist nun mal ein Boss. Der zweite Boss in dem Spiel. Machen wir hier, weil das Ding ist die Maschine. Oder Stein. Ich glaube Stein. Nein, das ist Maschine. Maschine ist sehr zäh. Damit werden wir später eine Menge zu tun haben. Später. Ja, komm. Batsch. Hui. Immer noch nicht tot. Das kann dauern, weil es Maschine ist. So, da kamen jetzt Angriffe, die wir später auch lernen, die eben zwei Felder betreffen. Wir können ja jetzt immer nur ein Feld angreifen. Angriffen. Yay, okay. Das ist jetzt hier noch keine große Herausforderung, der Anfang. Hust, hust. Umlang. Oder laufe ich jetzt gerade zurück? Bin mir gerade sicher. Scheiße. Ein Patamon. Ich kann darauf verzichten. Brauche ich nicht. Ich habe die Pokémon. Oh, Patte. Das ist auf Deutsch Luftschuss. Ja. Okay, stark. Ja, man kann mit Ausbildungs-Digimon eben Rookie-Digimon besiegen. Ohne große Probleme. Es ist, ja, Pokémon-Style nun mal. Man könnte auch mit einem Tauber besiegen, wenn man es gut trainiert hat. So eine Art. Wenn ich jetzt auf Taubsi und Tauber komme, ich mag die beiden einfach nur. Komm direkt nach oben. Okay, wir müssen, glaube ich, erst hier runter. Ja, hier müsste ich erst lang. Da lang.
Yay, Kati! Wie lange sind wir nicht hier? Toll. Ja, ich habe mich damals gefragt, wie der gut ist, das seht ihr gleich. Noch ein Pokémon, 180%. Noch ein Pokémon, 95%. Jetzt auch noch. Na gut, ich glaube, ich habe Heilmittel bei. Ich bin mir aber nicht sicher. Irgendwie ist die Musik ein bisschen laut. Ich muss nachher mal das nächste Video leiser machen. Swimmon! Los, Charge! Ich glaube, Charge ist auch der Angriff auf den uralten Digimon-Karten, kann das sein? Ich werde mal nach. Ich habe noch oben welche. Also, das ist, glaube ich, noch die uralten Angriffe von denen. Ja, ich glaube, das war es. Nur Iron Shell, das später Gummamon lernt, fand man nicht dabei, aber... nächstes werde ich... Also, ich habe gleich trainiert. Was ich auch machen werde, ist sammeln, damit ich an die Karten komme, damit ich die Quests machen kann. Weil die Quests sind toll. Und ich habe meiner Freundin versprochen, dass bald ein gewisser Charakter hierin vorkommt, von dem ich ihr gesagt habe, dass er vorkommt. Dafür muss ich aber Quests machen. Also nicht Hauptquests wie werde Silber, Bronze, Gold, Platin, Gamer King, sondern richtige Nebenquests. Pokémon ist eigentlich nicht schwer dran zu kommen. Komm, mein Name ist Swim. Swim! Nein, Swim! Ich habe jetzt keine Lust zu trainieren. Ich versuche zu fliegen. Yay! Okay, nutze ich jetzt mal eben den Moment. Blum. Items oder Items. Was ist für dich? Für dich? Okay, den brauchen wir ja nicht. Alles andere wäre Verschwendung. Da. Okay, weiter geht's. Nein, nein! Yay, Digimon fliegt die Treppe runter. Stopp. Ja, die, was tun die denn? Die gehen ja nicht. Muss ich hoch? Muss ich hoch? Ja, werden wir gleich sehen. Wenn ich falsch bin, bin ich falsch. Wenn nicht, dann nicht. Was für eine Logik. Egal. Yay, Tokomon. Patamon. Nein, Tokomon. Schade, hätte er sein können. Zwei Tokos. Tokoschoko. Tschau. Ja. Das ist wirklich schade nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust auf Kämpfen. Meine Digimon sind schon Level gestiegen. Wir sind beide Level 7. Kann das sein? Ja, beide sind Level 7. Und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Ah, irgendwann dauert das Spiel länger als das Kämpfen. Nein? Okay, dann müssen wir nächste Runde kämpfen. Das hat jetzt Zeit gekostet. Ich wünsche daran, dass die Initiative des Pokémon die hoch ist. Oh. Ich versuche es noch einmal. Okay, dann machen wir jetzt Angriff. Quasi irgendwas und Angriff. Ja, das war jetzt blöd. Und jetzt ist es tot. Zweite Pokémon greift an. Charge. Wenn wir dann vor der Nase von Blacky stehen, werden wir natürlich dann aufheilen. Bleibt mir nicht beliebig. Wir können nicht sterben. Wobei, sterben kann man ja nicht. Man geht ja nur Gruppen-Wipe, also Wipe. ich glaube, ich habe zu viel anderen Spiele gespielt. So, komm, weiter, schneller, zack, zack, zack. Was down. Gut, weiter, danke. Ich will weiter, ich will was schaffen in der Folge. Yay! Ah, da ist die Tür. Dafür brauchen wir den Kaki. Diese Tür hat einen Karten-Slot, ja. Schlitz, ich werde hier den Card Key benutzen. Boom! Ja! Yeah! Es hat funktioniert! Yay! Ich kann weitergehen! Ja, wir sehen da oben diese wunderschöne Platte, die sagt, hier ist ein Boss! Yay, Alter! So, jetzt zeige ich euch mal kurz. Ich habe hier ja auch das D. Das benutze ich jetzt einfach mal. So. Bling! Das werde ich später auch öfters benutzen als die Einzelheilung, weil vor allem im Kampf ist es dann deutlich besser. Blacky! Das wäre bestimmt... Nein, das ist ein Patamon!
Dennoch, mein Gott, Simon. Wie kann ich jetzt fliehen, weil darauf habe ich jetzt keinen Bock. Na 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 na. Na komm, schneller, 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 schneller. Flieh! Komm, 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 wir wollen abhauen, 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 abhauen. Ja, gut. Das ist wenigstens etwas. So. Los, Agumon, wir legen los. Wer zum Henker seid denn ihr, Jungs? Oh, ich erinnere mich, diese pathetischen Weakmon von dieser Digimon-Farm. Was willst du? Du sollst aufhören, meine Digimon Weakmon zu nennen, weil es ihnen nicht gefällt. Oh nein! Oh. Digimon, die Hilfe von einem Trainer brauchen, auf die aufzupassen, sind schlicht und einfach Weakmon. Weißt du nicht, ein Digimon mit einem starken Band zu einem Thema kann seine Kraft extrem stärken. Das ist eine Lüge. Ein Digimon braucht kein Thema. Ich werde allen beweisen und damit beginne ich jetzt. Ja, wir versuchen nichts. Ich versuche jetzt diesen Kampf. Endboss-Musik! Nein, das ist nicht kein Endboss, das ist einfach nur ein Bossfight. Black Agumon, Drachen-Digimon. Yay! Oh, 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 ich hätte mehr trainieren sollen. Ich benutze mit Swim, weil Swim schwächer ist. Items. Okay. Oder Items. Ich nenne es trotzdem Items, weil es gewohnt, wenn sie es so zu nennen. Utsunomon ist hier das Angriffs-Digimon mit den höheren Angriffswerten. Deswegen da jetzt einfach mal. Oh, scheiße. Okay, es kann sein, dass ich hier gleich sterben werde und danach werde ich mich erstmal trainieren und dann wieder melden. Oh je. Hehe. Pust, pust. Es sieht irgendwie sehr, sehr schlecht aus. Egal, versuchen wir es mal weiter. Hoffentlich greift der jetzt Schwimm ab. Ui, das ist wie 2 gegen 2 kämpfen. Was ist 2 gegen 1? Nein! Du darfst nicht sterben! Ich versuche das jetzt einmal durchzuziehen, falls sonst ist es jetzt extreme Geldverschwendung. Yep. Okay, weiter geht's. Angriff. Nein, nicht Charge. Zurück. Weil Charge macht insgesamt weniger Schaden. Wieder runter. Oder? Ja. Okay, weiter. Oh Gott. Ach ja, Black Agumon. Endboss. Wie man jetzt sieht, ich habe schlecht trainiert. Weil ich nämlich nicht, dass ich beim ersten Mal besser trainiert habe. Angriff, 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 Angriff. Frosty. Frosty, es klingt ein wenig nach einer Komplexart. Keller Frosty. Oh, sie sollst du sich doch gerade in 2 Parts teilen. Nein! Oh. Ich kann mir natürlich besser vorstellen, als dass in 2 Parts teilen. Den Stürzen jetzt einfach. Patsch! Ja, ja, fein. Ach Quatsch, Quatsch, Quatsch. Wie steht hier mit Lebenspunkten? Nicht sehr gut. Deswegen einmal Double D. Yep. Warum auch immer das hier hinten rechts ist. Ich werde die Digimon nicht teilen, vielleicht werde ich das eines Tages mal zeigen. Warum? Es einen Vorteil hat, Digimon nebeneinander stehen zu lassen. Also in der Liste. Weil die können sich unterstützen. Die Kacke hier nicht. Okay, weiter. Ansonsten. Patsch. Der hat so ein schönes grünes Auge.